Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schau mal Quickie-Projekt und heute was Besonderes. Werden wir uns anschauen und zwar das hier. Neurodancer oder Neurodancer. Journey into the Neuronet oder Neuronet. Für das 3DO. Hier fängt jetzt gerade das Intro zu dem Spielchen an. Das werde ich gleich skippen. Warum? Ja, aus Sicherheitsgründen werde ich skippen. Wer will, es gibt dieses Intro halt eben. Ich tue es gleich skippen. Es gibt dieses Intro ganz normal auf YouTube zum Schauen. Es braucht man nicht einmal jetzt sich anmelden oder irgendwie sowas. Also es ist nicht mal FSK 18. Aber ehrlich gesagt, bei solchen Titeln bin ich sehr vorsichtig. Weil nämlich das Neurodancer oder Neurodancer ist 1994 erschienen, wurde gemacht von einer Firma namens Electric Dreams Incorporated und wurde veröffentlicht von der Firma Pixis Interactive. Das war die, was am Anfang gestanden sind. Die sind überall auf der Verpackung drauf. Und das Spiel ist rausgekommen für ein 3DO, für Windows, also PC Windows und für Macintosh ist rausgekommen. So, ich hupfe jetzt mal ins Spiel rein, wobei der Begriff Spiel stimmt nicht bei diesem Programm oder bei diesem Titel. Aber jetzt kriegen wir gleich einmal, zwei Nachrichten kriegen wir. Hi, my name's Kim. I've been looking forward to this moment. But before you really get to know me, you've just gotta have more credits. Genau, weil unten rechts sehen wir haben 0 Credits zurzeit. Jetzt kommt der nächste. Hey man, nice party last night, huh? Ow, damn, I met the weirdest hacker guy last night. Anyway, he told me a new way to get phone credits. Check this out. All the buildings on this block have junction boxes in the electrical ducts. He told me all you have to do is grab an orb, get on down there, and you got free phone credits. Hey, no problema. Ja, also jetzt wurde uns gesagt, wie wir Credits kommen oder an Kröten oder wie auch immer. Man hat nicht viel Auswahl. Da mit dem Knopf kannst du zurückgehen quasi in dein Büro oder was immer das sein soll. Hier können wir halt eben in das Ding reingehen, in unser Callcenter. Da haben wir die Neurodancer, das sind die Mädels. Da haben wir Online-Service, das ist quasi Werbung. Messages sind unsere Nachrichten, die wir gekriegt haben, Exit und Quit. Wenn wir Quit drücken, dann hupfen wir raus aus dem Spiel. Gut, das ist das Nächste. Das Ding wird bezeichnet als Spiel im Internet, also auf Wiki steht drinnen, es ist ein Action-Maze-Videogame with Adult Content, so auf die Art. Also sprich von wegen, es ist ein Action-Labyrinth-Spiel mit Erwachseneninhalt. Der Erwachseneninhalt stimmt, Spiel stimmt definitiv nicht, weil es gibt ein paar Sachen, die man machen muss, nur um diesen Titel, also es ist ein, wie soll ich das sagen, das Ding als Spiel bezeichnen, das ist eine Beleidigung für das Genre Spiele. Weil es gibt nicht viel zu tun. Aber ist wurscht. Ich hupfe jetzt mal raus. Wir schauen uns noch nicht großartig irgendwas an. Da mit diesem Ding können wir unsere Drohne aktivieren, die halt eben auf Beutejagd geht in diesem Gebäudekomplex, wo wir sind. Das Ganze spielt natürlich in einer Zukunft, typische, weiß nicht, Cyberspace-Zukunft. Mich erinnert es ein bisschen an Max Headroom und ja, weiß nicht, so Blade Runner, dunkles fünfte Element, irgendwie so halt eben. So, jetzt sind wir halt eben in unserem Ding drinnen, also in den Wartungsschächten oder sonst irgendwas. Wir haben 3 Richtungen. Wir können nach vorn, nach rechts und links oder links oder rechts, je nachdem. Ich drücke mal nach links, dann werden wir uns höchstwahrscheinlich nur einmal im Kreis drehen, nehme ich mal stark an. Oder das Spiel hängt sich auf, weil wir hier gar nichts machen können. Okay, gut. Also gehen wir nach vorn. Ist halt eben eine Full-Motion-Video-Geschichte und im Endeffekt ist halt eben die Mädels, die du anrufen kannst, das ist halt eben eine Striptease-Show, das Ganze. So, jetzt war ein Weg nach rechts. Also schauen wir mal kurz nach rechts. Zack. Jetzt gehen wir dann noch nach vorne und wir kommen dann an eine
Andockstation, keine Ahnung, ein Panel halt eben. Und dort können wir jetzt da uns die Credits holen. So, hier haben wir jetzt eine Zusatzfunktion, diesen Greifhaken. Wenn wir den betätigen, werden wir uns hier vernetzen. Und es ist natürlich eine illegale Aktivität, die wir hier machen, weil wir Geld fladern. Und das ist das Einzige, was man als Spiel, wenn überhaupt, bezeichnen kann, weil eben das ist, wo wir in diesen Wartungsschachten herumfliegen oder wie auch immer. Das ist dieses Labyrinth-Feature, was besprochen worden ist. Und das ist jetzt quasi die Action-Sequenz. Also wenn wir draufdrücken, vernetzen wir uns mit diesem Panel, dann hört man ein Geräusch, das immer höher wird. Das geht so 2-3 Sekunden oder was, weil in dieser Zeit musst du noch einmal den Aktions- oder Action-Button halt eben betätigen. Je länger das dauert oder je später du drückst, desto mehr Credits holst du raus aus dem System. Wenn du zu lange wartest, was extrem kurz ist diese Zeit, eben 2 Sekunden oder was, wenn du zu lange wartest, kriegst du einen Elektroschock und die Netzwerkpolizei hat dich ausgeschaltet. Und das machen wir jetzt einmal kurz. Also ich drücke einmal drauf. Ist schwierig für mich, das Ganze so jetzt zu erklären und sowas, aber zack. Jetzt fängt's an. Da hätte ich jetzt irgendwo draufdrücken müssen. Ich habe zu lang gewartet. Zap. Ja, und diese Drohne ist kaputt gegangen. You stayed on the line too long. The Net Police oder die Netzpolizei locked on to your signal. Und das war's. Gut, haben wir das auch gesehen. Also man hat nur ein Leben. Wir quitten das Ganze. Jetzt müsste der Abspann kommen. Den werde ich kurz wegklicken, weil den... Achso, kommt nicht einmal. Passt, wird gleich resettet. Ja, es ist auch auf der Ding halt eben Warnung. Adults only ist drauf. Es ist kein FSK 18 Spiel. Das definitiv nicht. Aber wie gesagt, ich will aufpassen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne mit solchen Content, weil die Angaben oder die Richtlinien auf YouTube, die sind schwierig. Wie gesagt, es ist eh klar, dass man jetzt irgendwie pornografische Sachen nicht herzeigen darf, nicht Gewaltszenen, bla bla bla, Vergewaltigung, was weiß ich, was alles, den ganzen Scheiß. Das ist mir schon klar, du darfst doch keine Masturbation zeigen und so irgendwas, was eigentlich zur Pornografie eh dazugehört. Darfst keine Sextoys zeigen und. Aber es fängt schon an von wegen mit Nacktheit. Und selbst im Internet, ich habe es jetzt vor kurzem nachgelesen, selbst mit Kleidung an, kannst du in diese Richtung schon, kann man das schon so auslegen. Es ist wirklich arg, wie das geschrieben ist auf YouTube, weil das ist von jeder Person zu Person eine andere Auslegungssache. Und was ich mal gedacht habe, halt eben, das habe ich in den vorigen Videos, wenn es eben um so Hollywood-Poker oder sonst irgendwas gegangen ist, also ich Nippel zeige ich keine her. Deswegen zum Beispiel habe ich das Intro nicht hergezeigt. Wer will, wie gesagt, auf YouTube, man kann sich das ganz normal anschauen, Neurodancer oder Neurodancer halt eben Intro eingeben und kann es da anschauen. Es dauert 4 Minuten. Eine hübsche Frau, ich glaube, die vom Cover ist es halt eben, sitzt da, ein Typ ruft sie halt eben an, keine Ahnung was, und sie sitzt halt eben da mit so einer ganz dunklen oder so in Richtung, als wenn neben ihr ein Kamin war oder sowas mit so einer Beleuchtung halt eben, fährt sie sich sehr erotisch halt eben über den Körper, über die Brüste, über den Genitalbereich und so irgendwas, zieht sich dann aus halt eben zu den BH runternehmen, und das ist schon zu viel, das müsste ich verpixeln und das will ich nicht. Auch in dem Spiel halt, in dem Titel, ich will euch ein bisschen was zeigen, aber nicht zu viel, weil ich eben aufpasse auf das Ganze. Lustigerweise, es gibt hier ein Special bei diesem Spiel, oder schon wieder, jetzt habe ich schon wieder gespielt gesagt, bei diesem Titel, das da. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera, hier hinten steht es drauf, das TFUI, Touch and Feel User Interface, ist die Ultimate Cyber Sex Simulator that enables the user to touch and interact with virtual girls from the first person point of view. TFUI ist Patent Pending, also er steht unter Patent. Also im Endeffekt soll es angeblich darum gehen, dass... Es ist die ultimative Cybersex-Simulation und erlaubt dem Spieler oder dem Benutzer halt eben
zu interagieren mit den virtuellen Girls, indem man sie berührt und bla bla bla. Jo, Schmecks. Will ich euch dann zeigen, was damit gemeint ist. So, Aston, im Endeffekt, ich hupfe mal durch ein paar Sachen durch. Ich zeige euch mal die Messages, was wir so gekriegt haben. Das ist halt eben auch so typisch so, Punk, I see you finally answering your messages. Interactive PC-Videospiele. And I'm sick and tired of waiting. You've got two choices. Go and get me my money or go out with my sister Dilda. Show me the money. Dilda or money. Dilda or money. Understand me? Good. Also dann, wir müssen die Rente, die Miete zahlen, wir sind im Rückstand und sowas. Dann sollen wir entweder Geld geben oder seine Schwester daten. Message 2. Oh, Neuronet Police. Die Nachbarschaftspolizei. This is the Net Police from Sector 27. We've had reports that there are people illegally accessing junction boxes. If you know of any such activities, please report to your nearest Net Police. Very much appreciated. Thank you. By the way, have a nice day. Na, danke dir auch, einen schönen Tag. Ja, also, wie gesagt, das ist halt eben Full-Motion-Videospiel auf höchstem Niveau. Das kennen wir aber eh alle miteinander, also eben mit Sega CD und CDI und halt eben 3DO auch und sowas. Hello? Are you there? I guess not. I'll come back later. Super. So, also das waren unsere Nachrichten. Jetzt hupfen wir noch beim Online-Service, hupfen wir noch kurz rein. Die werde ich aber wahrscheinlich nicht einmal alle durchrennen lassen. Kanal 101. Hey, me again, Wild Warren at Droid Bar Us. And look what I've got today. It's new, it's exciting, it's sexy, it's the Droid 2000. It's nuclear powered with stealth and weapon subsystems. Ja, super. Also Droids Air Us, ne? Mit dem 2000er Droiden. The Weather Guy, jawohl. Hat sich das Spiel aufgehängt? Nein. Tomorrow's weather will be the same as today's. Which was the same as yesterday's. As you can see here, the pressure ridge in the basin will create absolutely no changes whatsoever. Okay, das war der Wettergeil. Ich weiß schon, ihr wollt die Mädels sehen. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir noch hin. Keine Sorge. Ja, da haben wir schon wen. Okay. Da muss ich auch aufpassen, dass ich vielleicht nicht Pixies Interactive. Präsenz. Okay. Scissors and Stones. Starring soll das, glaube ich, heißen. Lisa. Irgendwas. Stephanie Nage. Ist das jetzt ein Filmchen oder was? Ein richtiges? Oder soll es ein Trailer sein, vielleicht? Ich wüsste jetzt wirklich nicht. Also, ich habe. Vor dieser Aufnahme habe ich es mal kurz angespielt oder halt eben ausprobiert. Und es ist auch das, vor Ewigkeiten habe ich mir schon überlegt gehabt, dass ich euch diesen Titel zeige, aber... Okay, Steinschere Papier. Ah, vielleicht ist das ein Trailer für... Okay, da drücke ich drauf, bevor sich das Oberteil auszieht, drück mal drauf. Weil ich weiß nicht, ob sie drunter was anhat oder nicht. Also ich hab schon vor Monaten habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, euch das zu zeigen, den Titel. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, na, das. Ich müsste zu viel kaschieren oder halt eben zensieren oder was auch immer, unkenntlich machen. Und heute habe ich mich dann dazu entschieden, scheiß drauf, ich zeig's euch. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, nehme ich mal an, ist von wegen entweder, dass mein Video gelöscht wird oder halt eben, dass ich eine FSK 18 Begrenzung draufhauen müsste, was ich aber nicht will. Es ist das, wenn ich von Haus aus eben auf diese FSK 18 gehen würde, könnte ich euch mehr zeigen. Also mehr nackte Haut oder was. Aber es ist wurscht, wirklich. Also ich will es nicht darauf anlegen und ich möchte nicht extra ein Video mit FSK 18 machen, mit so einer Beschränkung, weil, ja, muss nicht sein, weißt? So,
Achso, Blödsinn, den hätte ich gleich nehmen. Ja, wurscht. Hätte ich gleich nehmen können. Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir uns ein anderes Panel. Wir nehmen die linke Seite. Wenn man gleich am Anfang drauf drückt, also was ich weiß, zwischen 100 und 600 Credits kannst du pro Panel downloaden oder fladdern. Je nachdem, wie lang du, wie spät du den Knopf betätigst halt eben. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde jetzt ein paar von diesen Panelen abklappern. Man kann nicht speichern in dem Spiel, müsste man auch nicht. Und ich sage schon wieder Spiel, obwohl es eigentlich nicht stimmt. So viel dazu. Und was eine Sache, die ich irgendwie dämlich finde, ist nämlich das, man hat nicht viel zu kontrollieren oder steuerungstechnisch ist, geht da nicht viel ab. Der A-Knopf ist das einzige, mit dem man alles enabled oder halt eben aktiviert. Wie gesagt, mit dem Steuerkreuz halt eben kannst du durch die Sachen klicken, halt eben durch deine Steuerung. Und wenn du dann den Mädels zuschaust, halt eben macht die linke und die rechte Schultertaste, kannst rein und raus zoomen. Mehr ist eigentlich nicht, weil sobald ich diesen Knopf hier betätige, das X, dann wird resettet, beziehungsweise dann sehen wir die Credits und das war's. Und was ich halt eben blöd finde, ist das, dass bei den Videos, wenn dir das Geld ausgeht, dann wirst rausgeworfen. Wirst rausgeworfen quasi. Mal schauen, das müsste eigentlich das Maximum gewesen sein. Genau, 600 Credits. Dann wirst quasi rausgeworfen aus der Leitung oder von wegen, dann wird das Telefonat dann abgebrochen. Aber wenn du von dir aus quasi abbrechen möchtest, geht das nicht. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht geht. Du musst halt eben entweder alle Credits aufbrauchen oder du musst die Dame halt eben quasi komplett ausziehen, bis du zu der Option kommst, zu diesem TFUI, was dann eingeblendet wird, was du erst am Ende quasi von der Session aktivieren kannst. Und dort hast du eine Quit-Funktion, dass du das Gespräch quasi oder das Telefonat beenden kannst. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es komisch, warum sie das nicht eingebaut haben, dass du vorher schon rausgehen kannst, aber bitte, es ist, ja, das ist jetzt wieder meine Nörgelei, aber ja, wurscht. Ja, theoretisch mit 600 Credits kann man eigentlich, das geht sich aus für auch wenn es sich jetzt blöd anhört, aber für ein komplettes Mädel geht sich so aus. Weil in der Anleitung ist auch lustig, steht nämlich drinnen von wegen, ja, wenn du halt eben dir ein Mädel mietest oder halt eben eine Session mietest mit einem Mädel, zahlst du 100 Credits und für jedes dritte Teil an Kleidungsstück, was die Dame auszieht, zahlst du nochmal 100 Credits. Das stimmt nicht, sondern für jedes Kleidungsstück zahlst du 100 Credits. Und ich glaube, um das TFUI zu aktivieren, zahlst du dann nochmal 100 Credits. Das Anfassen oder Betatschen, das ist gratis dann. Und da ist auch noch das von wegen, wenn man sich hinten die Screenshots anschaut, also ich zeig's mal kurz her, ich weiß jetzt eh nicht, ob man das so, shit, warte mal, ich habe jetzt nichts gesehen, können wir noch, ich möchte nur gleich diese Sequenz fertig machen, ein oder zwei Paneele hätte ich mir gedacht, dass wir noch machen, es gibt drei Mädels, die zur Verfügung stehen in diesem Titel, und, also das heißt, mit 1800 wären wir eigentlich komplett durch. Und ja, bei den Screenshots wollte ich euch nämlich was zeigen, weil da ist nämlich der TFUI ist da auch mit drauf, mit einer der Damen halt eben. Nur lustigerweise, so wie die Dame dargestellt wird, das ist nicht im Spiel. Weil nämlich, also da haben wir halt eben die Screenshots und sowas, so schaut es dann aus von wegen. Zack, da ist halt eben, da haben wir verloren und da haben wir diesen TFUI und das ist die Kim halt eben und die hat hier halt eben einen BH und ein Slip an. Im Spiel, wenn man dann diesen TFUI benutzt, hat die Dame immer einen Slip an, aber halt eben
keinen BH mehr. Oberhalb ist die Dame halt eben nackt. Und die Mädels selber haben sie haben nicht alle das Gleiche an, aber sie haben halt eben ein Oberteil, sie haben meist, ich glaube, immer einen Rock an, BH und Slip. Also viermal musst du zahlen, plus den Anruf halt eben, dass du die Dame ausziehst. Und dazu tanzt sie halt eben und du kannst rein- und raussummen. Was ich in dem Video jetzt euch zeigen werde, wenn es mir möglich ist, ist, dass ich alle drei Damen anrufe. Sie tanzt noch am Anfang mit Kleidung, das werde ich euch zeigen. Vielleicht zeige ich euch, wie sie das Oberteil auszieht und vielleicht den Rock, wobei gerade bei der Kim zeige ich es nicht, weil das schaut schon sehr erotisch aus, den Tanz, den sie macht. Jetzt nicht über drüber oder was, das auch nicht, aber bei derer habe ich irgendwie so Zweifel, dass das halbwegs durchgeht bei YouTube. Und wie gesagt, ich möchte jetzt noch nicht zu sehr strapazieren, mein Glück. So, das sollte jetzt aber reichen. Mördermäßige Action, oder? Also, weiß nicht, der Call of Duty oder God of War kann sich da warm ausziehen bei so einem Spiel halt eben. So, unsere Drohne kehrt zurück. Nach erfolgreichem Raubrittertum, nein, ist ja kein Raubrittertum, aber wir haben doch geraubt. So, jetzt können wir anrufen. Genau, jetzt gehen wir zu den Neurodancer. Oder Neurodancer. Da gibt es sogar einen eigenen Song von der Tina Turner. Extra für dieses Spiel. I'm a Neurodancer, a dancer for credits. I'll do what you want me to do. I'm a Neurodancer, a dancer for credits. Any old music will do. Also falls ihr es mal hört wieder, der Originaltitel war Neurodance und danach hat es Private Dance halt eben geheißen. So, gut, wir hätten hier die Jennifer, Katara und Kim. Gehen wir mal kurz darauf. Da haben wir die Jennifer, 21 Jahre, Maße, Größe, Gewicht. Gehen wir mal kurz zurück. Achso, müssen wir jedes Mal immer dieses Intro da sehen. Da hätten wir die Katara. Ja. Und die Kim kennen wir eigentlich eh schon vom Anfangsanruf quasi. Da hat man die Kim, die ist 22. Gut, jetzt klicke ich mal auf die erste. Gehen wir auf die Jennifer. Zack. Und da wir die Dame bestellen halt eben, oder beziehungsweise wir wollen uns einen Termin ausmachen. Warum das jetzt passiert? Weil das Telefon wird weggeschwenkt, nur damit du wartest halt eben, dass der Anruf kommt. Ich drücke natürlich drauf, was ist? Telefon kommt wieder her. Hi, I'm back. You've got the credits now, so let's get busy. Let's gonna get physical, physical. Nee, natürlich nicht. So, oben links hätten wir ein Quid. Das links, dieser Bildschirm, das ist das TFUI. So, hier haben wir ein Händchen. Mit dem Händchen können wir sagen, was wir haben wollen. Also unten rechts sieht man jetzt wir haben 100 Credits, haben wir jetzt zahlt. Wir können rein- und rauszoomen. Das hat so einen gewissen 3D-Effekt, muss man zugeben, weil das Mädel halt eben in einer anderen Entfernung dargestellt wird als jetzt das andere. Was aber blöd ist, du kannst die Kamera kannst nicht bewegen, also rauf und runter geht gar nichts. Mit links oder rechts geht die Kamera einfach wieder raus. So, und jetzt, wie gesagt, jetzt tanzt das Mädel halt eben zu dieser Musik. Ich glaube, jedes Mädel hat eine eigene Musik halt eben. Wie gesagt, da ist jetzt nichts wirklich anrüchig oder was. Sie tanzt halt eben ein bisschen langsamer. Wir können halt eben ich zeige einmal den Maximum Zoom. Da kann man eh nichts mehr erkennen, weil alles extrem verpixelt ist. Aber das war's. Sie ist fertig halt eben und jetzt da können wir Geld investieren. Was mir auch aufgefallen ist, war das bei meinen Testphasen, dass es vorgegeben ist, glaube ich mal,
Du kannst dir jetzt nicht sagen, sie soll jetzt, glaube ich, nur oben alles ausziehen und dann nur unten alles ausziehen oder nur unten als erst alle ausziehen. Du musst, glaube ich, eine Reihenfolge einhalten, weil es gibt nämlich manchmal, habe ich gehabt, so Sachen von wegen, dass sie dann wieder Sachen anzogen hat, weil eben das Programm, es wurde nicht so geschrieben halt eben. Ne? Und ja, ich im Schweiße meines Angesichts habe ich für euch da getestet, auch bei so einem Spiel. Nein, einfach nur im Vorfeld, damit ich weiß, über was ich überhaupt quasseln kann und was ich euch zeigen kann überhaupt. Ne? Interessanterweise habe ich es auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass mir das Spiel abgeschmiert ist. Also ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass es jetzt passiert, während ich aufnehme, aber es ist schon vorgekommen. So, also wie gesagt, da sie zeigt halt eben einen BH oder ist es vielleicht sogar ein Bikini-Oberteil. Ich glaube, damit bin ich noch auf der sicheren Seite. Und sie macht halt eben auf extrem schüchtern und so, was eh okay ist. Achso, ich muss jetzt draufdrücken, dass irgendwas passiert. Okay, jetzt machen wir das Höschen auch noch. Wie gesagt, falls mir irgendwo was auffallen sollte, dass das zu viel ist. Hat sich das Spiel aufgehängt? Bitte nicht. Ich habe extra das Geld gefarmt. Nein, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, das Spiel hat sich komplett aufgehängt. Ja, ich schaue gerade nach, von wegen, ob mein Elgato noch aufnimmt, weil bin mir da jetzt gar nicht sicher. So, toll. Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde noch ein paar Credits kaufen. Dann schauen wir uns bei dem Mädel halt eben jetzt nicht die Unterwäsche an. Was ich noch machen werde, ist, also wie gesagt, ich werde jetzt so off-camera, oder ich werde das Ganze halt eben zusammenschneiden, werde jetzt dann noch einmal halt eben Credits zusammensammeln und alles, werde quasi die Dame ausziehen. Es ist halt eben so, damit ich euch diesen TFUI zeigen kann. Das will ich nämlich bei jedem Mädel machen. Einfach nur, dass ich euch so viel wie möglich zeige, ohne jetzt da irgendwelche Dinger zu überschreiten oder irgendwelche Regeln oder Richtlinien auszureizen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde jetzt da farmen und so, wenn wir so weit sind, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt da wieder. Now entering TFUI bei der Jennifer. Gut, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal verpixelt haben oder so irgendwas, weil wie gesagt, jetzt da halt eben, sie ist oben ohne, Höschen hat's an. So, jetzt kommt dieses Touch, Feel irgendwas, Interactive, ja. Wie man hier jetzt eh schon sehen kann, also ich mache das extra für die Kamera, damit ich weiß, wenn ich, wo ich zusammenschneiden muss. Man hat hier ein paar Möglichkeiten. Du kannst ihre Haare krollen, du kannst quasi ihre Brüste anfassen, du kannst den Slip anfassen und du kannst den Hintern streicheln, so auf die Art, oder halt eben rausgehen. Es ist jetzt nicht, das ist immer noch, wir sind immer noch im Erotikbereich, das heißt, es kommt jetzt dann eine männliche Hand rein und streichelt sie, aber jetzt zum Beispiel beim Kopf krollt er sie normal. Bei der Oberweite halt eben geht es darum, mit dem Handrücken fährt er drüber. Beim Höschen ist bei allen drei das Gleiche, von wegen die Hand versucht beim Höschen was zu machen, beziehungsweise halt eben auf der Seite und alle drei in auf eine andere Variante halt eben schnippen seine Hand weg, so auf die Art. Und beim Hintern das Gleiche mit dem Handrücken. Noch was ich ganz kurz dazu erwähnen will, ist, das ist jetzt der vierte Anlauf. Den ersten Anlauf war es dabei. Dann habe ich es noch einmal probiert. Bei der gleichen Sequenz, das Spiel ist mal abgeschmiert. Drittes Mal, gleiche Sequenz, Spiel ist mal abgeschmiert. Und ich muss ja vorher immer die ganzen depperten Credits zusammensuchen. Ne? Jetzt das vierte Mal, ich habe extra die CD rausgenommen, hab's einmal wunderschön, also so gut wie möglich gereinigt und sowas. Da ist mir aufgefallen, von wegen, der Vorbesitzer dürfte es sehr oft gespielt haben oder die Vorbesitzer, weil die ist wirklich, sie ist sehr zerkratzt, aber die meisten Krater sind total oberflächlich, also sehr, sehr, gehen nicht weit rein. Einen gibt's, der geht ziemlich stark rein und das könnte der Grund sein, warum man das System dauernd einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. So, wurscht. Wir krollen
den Nacken halt eben von der Dame, damit wir das einmal sehen. Mehr mache ich nicht, sage ich gleich. Und ich habe mir halt eben gedacht, dass ich das bei allen von den drei Damen herzeige. Aber wie gesagt, halt eben da, ich muss das, entweder habe ich es verpixelt extrem stark oder halt eben, ich habe es überhaupt geschwärzt oder was. Das muss ich mir noch überlegen. Ich glaube aber, ich werde es mit dem Verpixeln machen, damit das Bild wenigstens irgendwas hergibt. Da ist auch das von wegen die Jennifer. Alle drei Mädels sind hübsch, will ich jetzt überhaupt nichts meckern oder sonst irgendwas, im Gegenteil, ich finde alle drei auch attraktiv, die eine mehr, die andere weniger, nur bei ihr fällt mir halt eben auf, gerade bei der Striptease-Sequenz, da war es jetzt auch so, und eben auch bei der Striptease-Sequenz kommt sie einem so vor, als würde sie nicht taugen oder macht sie auf extrem super schüchtern. Lustigerweise, wenn du bei ihr... Ich weiß jetzt nicht mehr, wenn's die Oberweite oder den Hintern machst. That was great. I can't wait for you to call me again. Bye bye. Da ist sie komplett 180. Also das ist irgendwie von wegen, ui, jetzt geht's gleich zur Sache. Irgendwie so, sie bewegt sich auf einmal anders, sie schaut anders und so irgendwas. Das ist halt eben bei der Jennifer. Hey, I locked into your hologram program just now. Man, was she hot. Ja. Keep up the good work, man. So, also das war halt eben jetzt die Jennifer. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Katara, oder wie heißt die gar? Die Katara, genau. Rufen wir die an oder machen wir uns mit der einen Termin aus? Ich hoffe nur, dass ich jetzt da halt eben wenigstens den Rest dieses Programms oder dieses Titels, dass ich euch noch ein bisschen was zeigen kann, dass jetzt das Spiel da auch noch abstürzt. Hi again. Oh, I see you found some credits. Now, I guess I'm all yours. So, als erster lassen wir es normal einmal tanzen. Nettes Lederoutfit, so wie es ausschaut. Oder, wie heißt das gar? Wet Look ist ja das noch. Wenn wir da wohl reinzoomen. Ich überlege auch noch gerade, ob es irgendwas noch zum Erzählen gibt. Ich meine, gut, wie gesagt, also das habe ich jetzt schon oft genug erwähnt, von wegen diesen Titel als Spiel zu bezeichnen, ist eine Frechheit. Das ist genauso eine Frechheit, wie eben Plumbers Don't Wear Ties. Das ist ebenfalls kein Spiel. Das kann man... Point-and-Click-Romanze ist eigentlich auch nicht. Es steht ja drauf, bei Plumbers Don't Wear Ties, da steht ja drauf, von wegen ein romantisches Spiel oder interaktives Spiel. Selbst das ist schon weit hergeholt, weil allzu viel Interaktivität hat man ja da jetzt da auch nicht. Da steht halt eben, ja, es ist ein Action-Labyrinth-Spiel. Ich habe eine Bezeichnung für diesen Titel, das schon, weil im Endeffekt, also unterm Strich ganz direkt ausgesprochen ist dieser Titel eine Art umständliche Wix-Vorlage. Es ist einfach so, weil es ist umständlich, du musst im Vorfeld musst du diese Dinger durchklicken, halt eben, dass du Credits kriegst. So, jetzt hat sie genug getanzt, jetzt ist ja wurscht, machen wir mal kurz den Oberteil. Und eben, wenn du das geschafft hast, halt eben, dann kannst du dir alle Videosequenzen anschauen oder freischalten. Das war's. Aber wenn du dann durch bist, quasi mit diesen, also bei den drei Mädels halt eben, wenn du sie komplett entkleidet hast und dann das TFMI machst, von wegen, das Spiel, sag ich schon wieder Spiel, der Titel gibt eben nicht mehr her.
Und es ist ja auch so von wegen, wenn du dann noch einmal reinhupfen würdest oder noch einmal eins von den Mädels anrufst oder was, fangst du wieder von vorne an. Also da kannst du jetzt dann nicht aussuchen, hey, ich habe eh schon zahlt. Nein, du musst wieder zahlen. So, da muss ich mir jetzt auch schon überlegen, wie weit ich euch, also YouTube, zeige, was da stattfindet und was nicht. Ich glaube, ich werde sogar hier belassen. Weil irgendwo habe ich halt eben gelesen gehabt, von wegen, dass auf YouTube ist vieles erlaubt. Es ist eben auch zum Beispiel Nacktheit erlaubt, aber nur in bestimmten, also wie gesagt, Auslegungssache im Kunstbereich und sonst irgendwas. Oder wenn es um Aufklärung geht oder. Aber es steht extra explizit? Also spezifisch, sagen wir es mal so, steht nämlich extra in den Richtlinien, es darf nichts veröffentlicht werden oder gezeigt werden, was quasi zur Selbstbefriedigung, was der Selbstbefriedigung dienen kann. Und das ist ein Megabegriff, sind wir sich ehrlich. Es gibt so viele verschiedene Fetischs da draußen und gerade wenn man aus meiner oder vorigen Generation kommt oder vorvorigen Generation, da reicht ein Foto. Da reicht ein Foto von einem hübschen Mädel oder von mir aus von einem hübschen Mann oder keine Ahnung was. Es ist, jeder ist anders. Und deswegen kann man das komplett auslegen, wie man will. Es könnte schon sein, dass ich jetzt da die ganze Zeit quassel und ich habe schon verdunkelt oder sonst irgendwas. Aber es ist halt eben echt schwierig, wenn es um solche Titel geht oder überhaupt irgendwas in der Richtung zu zeigen. Ja, okay, also das zeige ich nicht mehr her. Ich werde wieder vordrehen jetzt oder halt eben cutten und wir sehen uns dann gleich wieder bei dem TFUI. So, da sind wir jetzt beim TFUI, Interface Mode, genau. Ja, natürlich habe ich die Dame wieder verpixelt hier. Ich mache wieder das Scrollen bei den Haaren, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Eigentlich müsste ich es ja so machen, von wegen. Na, aber das ist die rechte Hand. Weil ich muss ja interagieren mit dem Titel, ne? Ah, schöne Schulter. So. Also ich war das jetzt. Ja, okay, das soll es gewesen sein mit der Katara. Die muss ich, also von die drei Mädels finde ich die am attraktivsten oder halt eben Girlfriend Material, so würde ich es glaube ich eher sagen. Nichts gegen die Jennifer, nichts gegen die Kim. Die Jennifer ist halt eben mehr so das Mädel von nebenan, finde ich halt eben. Die Katara ebenfalls, das ist halt eben. I had a wonderful time. You will call me again. Won't you? Okay, gut, so wie sie sich geben, die Mädels, ist halt eben ein bisschen was anderes. Das ist sehr gestellt und sowas. Aber die gefällt mir irgendwie, weiß nicht, am besten. Die hat irgendwie, die würde auch gut passen zum Sekretärinnen-Look und so. Well, you got two out of three. That's not too bad. But it's not too good either. Why don't you come back when you're man enough to go all the way? Ja, gut, jetzt machen wir die Kim. Und die Kim, die ist sehr fesch auch. Ist schwierig zum erklären, die ist mir irgendwie, bei der wäre ich mir nicht so sicher, ich meine, ist eh klar, von wegen, man müsste die Dame auch dann kennenlernen und bla 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 und je nachdem, wie sie halt eben ist. Aber bei der hätte ich jetzt zum Beispiel, hätte ich das immer das Gefühl von wegen, ah, die hat noch irgendjemand anderen, also von wegen, dass die irgendwas auf der Seite noch laufen hat, von wegen, dass die nicht unbedingt eine Frau für einen Mann ist, so ungefähr. Ich weiß auch nicht warum. Nicht unbedingt, weil sie jetzt blond ist oder was, aber bei der habe ich so ein eigenes Gefühl. Give me a call. Oder kein Schwein ruft mich an. Well, a deal's a deal. You got the credits and you've got me. Brace yourself, it's gonna be a bumpy ride. Also wirklich eine Stimme, damit könntest du auch Telefonsex halt eben machen. Ne? Weiß gar nicht, gibt es das überhaupt noch?
mit dem Internet oder sowas kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das noch gibt. So, lassen wir mal die Kim so tanzen. Also die ist auch wumm. Gibt's überhaupt nichts. Also von meiner Seite aus gibt es da wirklich nichts zu meckern bei der Dame. Nur bei derer werde ich schon das Problem haben, also wenn überhaupt, mache ich die obere Partie, also sprich das hier Oberteil, dass ich euch das noch zeige, wie sie das auszieht oder zumindest bis zu einem gewissen Teil. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt der erste ist, ich weiß gar nicht, ob ich das, also erwähnt habe ich es auf jeden Fall noch nicht, ist nämlich ja das von wegen, sie haben ja im Endeffekt, sie haben ein Oberteil, sie haben einen Rock an, dann eben die Unterwäsche BH und halt eben ein Slip. Also vier Sachen, aber du musst dir noch 100 für den Anruf zahlen und lustigerweise, jetzt habe ich das nämlich schon zweimal gehabt, das ist mir vorher nicht aufgefallen, wenn du dann normalen Sachen ausziehen hast lassen, wenn du dann auf den BH klickst, zahlst dann 100er, dann teasert sie kurz und macht diesen hier. Und dann musst du noch einmal einen 100er zahlen. Das heißt, insgesamt brauchst du 600 Credits für diese ganze Sequenz halt eben, für ein Mädel. Und ich weiß jetzt nicht, das schaue ich jetzt noch kurz nach, ob du dann noch einmal einen 100er zahlen musst fürs TFUI. Okay, ich würde es einfach hier mal belassen, weil sonst wird es gefährlich. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt, also jetzt ist mir aufgefallen, von wegen man zahlt nichts extra für diese Entschuldigung, muss wieder zurücknehmen, jetzt haben wir doch noch ein 100er. Ja, auch bei der Kim halt eben gibt es diese vier Optionen, wir machen wieder die Haare. Schöne Haare, ich habe keine. Seidige Haut. Was für eine Schulter. Kille, 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 kille. Ja, ich verrenke mir sonst noch was, wenn ich weiterhin das mache. Ja, das ist die Kim. Auch sehr, sehr schön anzuschauen. Muss ich zugeben. Also, Hut ab, meine Dame. Ja, und im Endeffekt, das war's jetzt eigentlich. Ich klicke trotzdem nochmal zurück. Jo, also wie gesagt, das Ding ist alles nur kein Spiel. Ah ja, um Gottes Willen, jetzt werden wir noch wahrscheinlich beglückwünscht, dass wir die Kim jetzt auch noch ausgezogen haben, oder... Would you believe me if I said you were the best I ever had? Believe it. Blöd nur, dass diese Sequenz aufgenommen worden ist und jedes Mal abgespielt wird, also kann ich mir nicht allzu viel drauf einbilden. Aber jetzt kommt noch, ja, der Mr. Superhack oder was? Hey, hey, stellar job, Cowboy. You hacked your way into all of the dancers. Just between you and me, you definitely have a future in this business. Was für ein Business? Eine Sache gibt es jetzt noch, die kann ich euch dann zeigen, das mache ich aber am Ende von diesem Video, was jetzt da gleich auch kommen wird, und zwar, dass ich halt eben aussteige, beziehungsweise euch da also eigentlich, das können wir da unten auch machen, weil das ist ja quasi quitten, den Abspann zeigt, weil beim Abspann hast du nochmal die Kim, die hechelt sich in was hinein, was ein Blooper sein soll. Also im ersten Moment habe ich mir gedacht, Alter, weil da kannst du auch deine Fantasie spielen lassen, sehr gut sogar. Je nachdem, wie gut man mit der Fantasie ist, also ist auch wieder jeder verschieden, aber halt eben, sie hechelt sich in was rein und dann auf einmal von wegen, hey, das ist für dich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube für einen Regisseur oder für einen Produzenten oder was soll das sein, und dann halt eben hörst du im Hintergrund, also sie fängt zum Lachen an und im Hintergrund hörst du das Set, was zum Lachen anfängt halt eben, oder die hinter der Kamera stehen. Das kann ich euch jetzt noch zeigen. Aber was mich halt eben
damals fasziniert hat, muss ich ehrlich zugeben, ist, dass dieses, dass dieser Titel als Longbox veröffentlicht worden ist. Weil es gibt ja eben so Erotikgeschichten, habe ich auch einige. Da gibt es The Coven, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen heißen, die Miami Girls oder irgendwie sowas, Sex gibt's, Love Bites, glaube ich, und. Und das sind halt eben so normale Erotik-Video-CDs, was halt eben aufgenommen worden sind, so was jetzt dann, also so wie der Playboy-Kanal so Dinger, glaube ich, gemacht hat oder keine Ahnung was, wo halt eben, da ist hier und da ist ein bisschen halt eben Nacktheit drinnen, aber das ist mehr auf künstlerisch erotisch gemacht. Das ist was ganz was Eigenes. Es kommt da auch auf den Titel an. Es gibt ja auch noch, wie heißt das, Mind-Puzzle oder so irgendwas gibt's auch. Das ist mehr schon ein Spiel, weil da geht's darum, dass du gewisse Puzzles halt eben richtig zusammentust. Das habe ich mir auch überlegt, nur das werde ich definitiv nicht herzeigen. Erstens einmal, die Puzzles sind teilweise watschen einfach, was ich mir so angeschaut habe, weil teilweise kannst du das da auch auf YouTube anschauen. Von wegen, du hast wirklich ein sprichwörtliches Puzzle, halt eben, das besteht aus 12 Teilen oder was, ne? Und das musst zusammengeben, und wenn du das zusammengibst, kriegst du, glaube ich, eine Videosequenz von dieser Szene. Und das ist auch sehr grenzwertig, also für YouTube definitiv. Aber diese Dinger wurden normalerweise in dem CD-Jewel-Case normal verkauft. Und wie gesagt, hier bei dem Titel haben sie es so gemacht, dass es eine Longbox hat. Deswegen, das hat mich damals fasziniert. War auch das, wie ich angefangen habe mit dem 3DO-Sammeln. Ich habe von diesen Erotik-Dingern gewusst und ist halt eben ein Sammelzweig gewesen, den ich auch verfolgt habe. Und habe aber nichts von dem Titel gewusst. Und dann irgendwann einmal, weil ich wöchentlich oder sowas auf eBay unterwegs war, das war noch die Zeit, wo ich sehr viel eBay gekauft habe und für meine Sammlung halt eben viel gekauft habe, irgendwann habe ich das zufällig gesehen, denke mir, Alter, der seltene Titel, kenne ich nicht, okay, wurscht, kaufst du. Ich weiß nicht mehr, was ich zahlt habe, war jetzt nicht übermäßig viel, ich weiß jetzt nicht, also ich müsste schätzen, und selbst da weiß ich jetzt nicht, vielleicht waren es 80 Euro oder 70 Euro, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Nur lustigerweise, wie ich es dann gekauft habe, davor ist es nie drinnen gewesen, weil ich immer nur 3DO geschaut habe und nicht spezifisch oder was. Und nachdem ich das gekauft habe, das ist so der typische Moment gewesen, auf einmal zerreißt es irgendwo ein Bildersackel. Sagen wir so, bei uns teilweise in Wien halt eben, irgendwo zerreißt der Sackel und auf einmal taucht dieses Produkt halt eben überall auf. Und es war wirklich so halt eben kaum, dass ich das gekauft habe und, ich weiß nicht, ein paar Wochen gehabt habe, schaue ich immer wieder rein, halt eben 3D auf einmal, zack, der hat das, aha, der hat das. Also es ist schon ein seltenerer Titel, aber es ist jetzt kein heiliger Gral, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Gut, was gibt's sonst noch zu erwähnen bei dem Titel? Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Es ist halt eben, wie gesagt, wenn man es als Spiel sieht, Katastrophen. Wenn man es als Erotiktitel sieht, muss ich zugeben, hat es halt eben solchen anderen Film-CDs doch einiges voraus, weil es ist erotisch, es sind halt eben Striptease, die da ablaufen, die Mädels machen einen guten Job halt eben. Einmal mehr erotisch, einmal weniger erotisch, also von dem her, das passt. Und ja, es ist halt eben, wie gesagt, du, wenn du die Credits hast, beschäftigst du dich mit dem einen Mädel. Also ich glaube mal, man kriegt da mehr raus, als wie wenn man eins von diesen Video-CDs sich kaufen würde, im Vergleich vom Erotik-Faktor her oder Erotik-Status her. Das meine ich jetzt damit. Was man nebenbei macht, bitte jeden das seine. Gut, aber das soll es gewesen sein. Wie gesagt, jetzt ein großartiges Spiel. Es ist eine Frechheit, dass das Ding ein Spiel sein soll. Dann würde ich mal behaupten, dass wir am Ende sind von diesem Video. Ich werde jetzt dann noch kurz diesen Abspann euch zeigen. Und ich hoffe mal, erstens mal, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lang dieses Video online sein wird. Für die Leute, die es jetzt geschaut haben, hoffe ich, dass es interessant gewesen ist. Vielleicht auch unterhaltsam halt eben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Ich muss mich dann danach richten halt eben, wenn das Video gesperrt wird oder so irgendwas, dann sitzt jetzt da gerade eh keiner mehr, dann ist es eh wurscht, was ich jetzt noch quassel. Ich hoffe halt eben, dass ich nicht zu viel Schwierigkeiten kriege, wenn überhaupt halt eben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn überhaupt, wird das Video irgendwann halt eben runtergelöscht. Oder ich muss eine FSK 18 Wertung dann draufhauen oder einstellen halt eben, dass man es erst ab 18 schauen kann. Was ja bedeutet, dass man sich jetzt erst einloggen muss auf YouTube
und bestätigen muss, dass man angeblich 18 sein soll, weil auch das ist ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr so schwierig. Und ja, aber das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, hier und da, ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es doch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Da geht es nicht unbedingt, gerade bei meinem Kanal geht es nicht um Klickzahlen. Das habe ich schon rausgefunden und selbst getestet. Von wegen, also selbst wenn du den Erotiktitel raushaust, wo man sich denkt, ah, das ist was Verbotenes, da wollen alle zuschauen. Es stimmt nicht. Also gerade einmal ein Spiel war es bei Wixen, dieses Spiel halt eben mit V, dieses englische Wort, was ausgesprochen genauso viel bedeutet halt eben wie im Deutschen halt eben, wenn man masturbiert. Das war das Einzige, was mich gewundert hat, aber ich glaube, das war, weil ich als Thumbnail musste ich ja, oder habe ich das Titelbild genommen von dem Spiel, und da hast du halt eben eine Frau halt eben im Leoparden Bikini an und eben typisch 80er, so Wuschelfrisur und so irgendwas, und das Ding hat im Gegensatz zu meinen normalen Videos die doppelte, wenn nicht sogar die dreifache Aufrufzahl bekommen, wegen diesem Thumbnail, weißt? Und das hat mich dann schon ein bisschen gewundert gehabt, weil bei anderen Sachen habe ich andere Thumbnails drauf gehabt und die finde ich irgendwie einladender oder halt eben anziehender, und genau die haben jetzt dann nicht diesen Effekt gehabt oder so einen Erfolg gehabt, dieses Video. Aber wie gesagt, bei meinem Kanal, wie klein der ist, ja, ich ziele nicht drauf ab. Gut, aber schauen wir mal kurz, jetzt müssten wir in die Credits kommen. Genau. Man könnte sich auch vorstellen, die Dame sitzt am Klo. Also, da hechelt man sich mal, glaube ich mal, auch hier und da mal rein, wenn es ein bisschen drückt. Oder wenn man Schwierigkeiten hat. Also da haben jetzt alle gelacht, und für den Paul war es, wer immer der Paul war. Gut, das war es jetzt da. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.